Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen, und bevor hier irgendwelche Demos anfangen, gehe ich mal ins Hauptmenü. New Super Mario Bros. U für die frisch erschienene Wii U in glorreichem 1080p heute. Denn Nintendo hat endlich eine Konsole, die das kann. dieses Spiel ist, beziehungsweise dieses Projekt ist eins aus einer neuen, alten Reihe an Projekten von, ich nenne sie mal Casual LPs. Das heißt, normale Let's Plays, keine Walkthroughs, wie man sie sonst auf meinem Kanal kennt, sondern einfach so ein bisschen durch das Spiel durchzocken. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem ein bisschen was erreichen will. Ich schaue, dass ich alle Sternenmünzen im Spiel einsammeln kann. Ich habe mir da schon überlegt, dass ich am Ende einer Welt immer so eine Art Zusammenschnitt mache, wo ich dann einfach alle Münzen zeige, die ich vorher verpasst habe, damit wir nicht immer ewig uns ein und dasselbe Level anschauen müssen. Ich habe ein bisschen schon ins Spiel reingeguckt. Speziell in die Mii-Modi habe ich mal reingeguckt, ganz kurz in den Abenteuermodus und das war es auch schon. Mein erster Eindruck bisher ist, dass es auf jeden Fall wesentlich besser ist als die Super Mario Bros. Wii, wo ich ja etwas enttäuscht von war. Kann sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern. Und ja, schauen wir mal, was da so abgehen wird. Wir starten. Ja, das ist schön. Ja, das ist in Ordnung. wir starten im Einzelspielermodus auf dem Wii U Gamepad. Und wollen mal gucken, was da so geht. Ja, Let's Play würde ich auch sagen. Deshalb bin ich hier, Mann! Die Story haben wir eben schon im Intro gesehen. Ich kann sie leider nicht überspringen, aber ich kann sie nochmal zusammenfassen für die Leute, die sie vielleicht im Intro nicht ganz verstanden haben. Was auch immer man eine Mario-Story nicht verstehen könnte. Bowser greift im Endeffekt das Schloss an und statt die Prinzessin zu entführen, wirft er uns einfach mal hochkant raus. Und das finden wir natürlich alle nicht so gut, würde ich mal so behaupten wollen. Und voll in den Baum mit neuen Power-Ups. Was die machen, werden wir noch sehen. Die sind ziemlich cool. Und die Yoshis interessiert das nicht die Bohne, was da abgeht. Schauen wir doch mal, was wir so erreichen können, wollte ich sagen. Gucken wir mal rein. Da steht das Schloss unter Beschuss. Ich frage mich, wer das eigentlich verteidigt gerade. Peach alleine? Wow. Da fliegen sie davon. Die ganzen Koopa-Kinder mal wieder kennen wir ja schon aus so ziemlich jedem Side... Okay. So ziemlich jedem Side-Scrolling-Mario seit Super Mario Bros. 3. Beziehungsweise auch so ziemlich jedem New Super Mario Bros. Teil. Okay. Wir sind im Eichenhain. Gucken wir uns mal die Karte an. Okay. Das... Ach, das geht alles quasi über. Das ist ja cool. Das hat so ein bisschen Super Mario World Style. Das gefällt mir. Was sagt uns das Menü? Das Menü sagt uns, was für Sternenmünzen wir haben und welche uns fehlen. Das ist sehr schön. Wir können Spieler auswählen. Wir spielen natürlich als Mario. Wir können leider nicht... Oder können wir... Probieren wir mal aus. Können wir mit unserem Mii spielen? Ah, nee, das ist nur für mehrere Spieler. Okay. Und zwischenspeichern, das kennt man ja auch schon, zumindest aus dem Wii-Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die DS-Teil das auch hatten. Aber ich habe genug gelabert. Eichenhain 1. Wird Zeit, uns vom First Goomba killen zu lassen. Ich bin gespannt, was so abgeht. So. Diesmal nicht. Not today!
Und da... Wow. Haben wir auch gleich einen neuen Gegner, wollte ich sagen, der sich mir großartigerweise einfach mal davongeschlichen hat. Wunderbar. Fängt schon echt prima an, muss ich mal so sagen. So, dich nehmen wir mit. Da oben haben wir eine Sternenmünze, die will ich haben. Was ich ganz schön finde, ist, dass im Gegensatz zum Retail, jedenfalls fühlt es sich so an. Ich brauche einen Pilz. Fühlt es sich so an, dass sie die Steuerung doch ziemlich verbessert haben. Denn es ist immer noch ein bisschen, Mario braucht immer noch ein bisschen, um zu beschleunigen. Aber es fühlt sich nicht mal ganz so schwammig an wie im Wii-Teil. Das habe ich ja da ganz stark bemängelt, dass die Steuerung im Wii-Teil echt bäh war. So, und ich meine, genau, das habe ich nämlich schon in einem der Level, die ich schon angespielt habe, gesehen, dass man da quasi hochklettern kann. Ich weiß nur nicht, ob das... Okay. Nehme ich an mich, kein Problem. So, oi, okay. Da, halt, da unten ist was. Wow, bisher hat mich, glaube ich, jeder von diesen Assis erwischt. Okay, das ist nur für ein paar Münzen. Unglaublich. So niedlich, wie sie sind, aber sie gehen mir voll auf den Keks. So, meine Güte. Kann ich da rein? Nee, kann ich da rein? Nee, das sollte mich groß machen. Jawohl, schauen wir nochmal da unten rein. Oh, da geht's weiter. Ist da vielleicht sogar eine Sternenmünze? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Ech. Nein, so. Okay, irgendwer hat mir applaudiert. Ist kein Problem. Gerne doch. Ah, jetzt haben wir endlich das neue Power-Up in diesem Spiel. Das, der Flughörnchenanzug. Den finde ich total witzig, weil mit dem können wir hier so durch die Luft gleiten. Und mit einem Druck auf den auf die hintere rechte Schultertaste, können wir so ein bisschen nach oben gleiten. Und dann unsere typische Spiralattacke oder halt dieses Gekringel hier durchführen. Finde ich total niedlich. So, du lässt mich mal vorbei, weil du versteckst bestimmt was. Oder auch nicht. Okay, gut. So, diesmal nicht. Da? Nee. Da? Nee. Wir wollen ja alles untersuchen. Oh, das kennen wir auch noch aus früheren Teilen. Ja. Und? Boah, wie ein Pro, Mann. So. Sehr gut. Mir macht es ein bisschen Sorge, weil ich habe das Gefühl, die Stage ist bald vorbei. Ich habe auch eigentlich gar nicht so viel Zeit, um hier so ewig rumzueiern. Ah, Moment. Da kann ich hoch. Rupp. Schauen wir mal. Ah, da haben wir was versteckt. Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Was haben wir denn da? Lup. Lup. Okay. Damit komme ich klar. Das ist noch ziemlich easy. Ah, eine Sternenmünze. Das war die dritte. Okay, gut. Wir haben schon eine verpasst. fängt echt super an. Aber wie gesagt, ich werde das dann so machen, dass wir am Ende einer Welt einfach einen Zusammenschnitt machen, wo ich dann nochmal die verpassten Sternenmünzen zeige. Ansonsten hängen wir, wie gesagt, ewig über den Stages. So, oh, da war das Ziel. Wunderprächtig. Nochmal ein Leben bekommen. Oh yeah, Mario Time. Oh yeah. In seinem Flughörnchenanzug. Wundervoll. Nächste Stage, würde ich sagen. Schön. Eichenhain 2, schiefes Berg. Ach, die haben jetzt alle auch nochmal, hatten die auf dem Wii-Teil auch nochmal einzelne Namen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, richtig? Ich habe keine Ahnung. Kann ich da rein? Jo, kann ich. Bringt mir das was? Ach, das sind jetzt Münzen erschienen. Okay, gut. Ich lass die jetzt einfach mal bleiben. Ich lasse die Feuerblume auch mal sein. Wahrscheinlich war das ein Fehler. Wir werden sehen. Okay, gut. Das Spiel will mir Feuerblumen andrehen, also nehmen wir die Feuerblume mit. Meine Güte. Wenn du so willst. Okay, halt. Moment. Ups. Kann ich eigentlich in die krummen Röhren da irgendwo rein? Das wäre natürlich ein bisschen fies, weil die nicht so aussehen, als könnte man rein. Die sehen eher aus, als gehören sie so als Deko in die Höhlen. Da? Nee, okay. Okay, das sieht... Wow, okay. Mach doch nicht so einen Scheiß, Mann! Okay, alles gut. Was haben wir da drin? Noch eine Feuerblume. Okay. Mann! Was tut ihr da? Hör auf mit dem Scheiß! So.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe was. Aber ich rutsche hier trotzdem jetzt einfach mal runter. Ah, Moment. Nee, das war tatsächlich die erste Münze. Okay. Ich habe noch nichts verpasst. Jetzt will ich erstmal Dichte aktivieren. Das ist ja interessant. So, da kann ich einfach drüber rennen. Jetzt sind da wieder Münzen erschienen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man über bestimmte Stellen einfach drüber läuft. Okay, warum applaudieren mir ständig Leute? Ich weiß ja, dass ich gut bin. Aber, ja, okay, gut, lassen wir das. ich will jetzt erstmal unten in die Röhren reinschauen. So, komm schon. Okay. Ah! Diesmal hast du mich nicht ausgetrickst, Spiel! Kann ich euch nach oben feuern? Offensichtlich nein. Gut zu wissen. Pomps. Da ist ein Pow-Block. Y und ZR. Was ist Y? Das da. Ah. Okay. Wow, okay. Ich bin mit dem Gamepad noch nicht allzu vertraut. Man hat es vielleicht bemerkt. Ich habe jetzt so ziemlich alle Münzen einfach verpasst. Ich habe das Gefühl, da oben ist noch was. Ganz ehrlich. Warum sind da diese Blöcke? Sind die nur Deko? Ja, sieht so aus. War das hier nur so ein Bonusraum? Ich dachte, ich finde hier noch eine Sternmünze oder so. Okay, gut. Dann halt nicht. Gehen wir weiter. So, nochmal da oben lang. Das scheint mir gerade der sicherere Weg zu sein. Da unten haben wir noch... Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, da dagegen zu bollern. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich kommt man so an das übelste Übersecret, aber ich traue mich gerade echt nicht. So. Komm schon. Da will ich runter. Ist da was? Natürlich nicht. Warum denn auch? Okay. Ich könnte einen Cooper-Panzer gebrauchen, so wie das da oben aussieht. Ja. Ich gehe noch mal unten lang. Beziehungsweise, nee, ich brauche gar keinen Cooper-Panzer. Ich kann doch hier Stampfattacke machen. Ich habe manchmal noch so dieses... okay, das lasse ich jetzt, das für ein paar Münzen. Ich habe manchmal noch so dieses... oh Gott, ich sollte mich beeilen. Dieses Super Mario World-Denken im Kopf. Wo ich mir denke, oh nee, du kannst keine Stampfattacke machen. Das geht so nicht. Wie komme ich da hin? Gar nicht? War ich dafür zu langsam? Okay, ich habe aber auch nicht allzu viel Zeit für hier noch rumzugurken. Das sind im Moment weitere zwei Sternmünzen, die mir fehlen. Oh, das wird ein Spaß. Ja. Na komm schon. Jips und what up? Sehr schön. Schon 13 Leben. Ich bin erst im zweiten Level. What the fuck, Spiel? What the fuck? Schauen wir mal weiter. Ah, da rechts ist ein Pilzhaus. Ich bin mal gespannt, was sie da draus gemacht haben. Okay. Oh. Offensichtlich hat Bowser das Schloss erfolgreich übernommen. Was haben wir denn da? Das Eichenhain-Pilzhaus. Dann gucken wir mal. Dann bekommst du das Item. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Na, ich bin mal gespannt. Okay. Ja. Da war irgendwas drin, wo ich nicht drauf geachtet habe, was es war. Ein Stern. Sehr schön. Achso, Moment, ich darf zwei Blöcke aufmachen. Ah, ich verstehe. Yay! Prima! Ein Pilz und ein Stern. Ja. Okay. Nehme ich gerne an mich. Mit B wird das Inventar aufgerufen. B ist da unten. Okay. Schauen wir mal ins erste Schlösschen. Risiko im Ritzelturm. Was für ein interessanter Name.
Ah, das sieht doch aus, als gäbe es da oben was Interessantes. Ah! Was ist das? Okay, Moment, das geht. Das geht. Skill Jump. Achtung. Oh, verdammt. Ich bin ja quasi. Oh, ich kann einfach da oben lang. Ich wollte sagen, ich bin ja quasi für meine. Oh, sehr schön, schon die erste Sternmünze. Für meine Skill Jumps bekannt aus Super Mario World. Speziell den Yoshi P Switch Jump, den berühmten. Ah, sehr schön. Damit kann ich dich einfrieren. So, dann habe ich zumindest schon mal eine Waffe gegen die Dry Bones. Gif! Diesmal applaudiert mir keiner, so. So, noch ein One-Up. Ich habe ja noch nicht genug. Ich hab's Gefühl, das Spiel gibt mir nur so viele extra Leben, weil es mich später töten will. Das kennt man ja bereits. Traumhaft. So. Ich will die da oben haben. Ich will die jetzt haben. Sofort. So. Die nehmen wir auch noch mit. Ui, wow. Das war gewagt, aber es hat funktioniert. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, es haut irgendwie hin. So. Okay, du stirbst auch. Also, du stirbst noch mehr, als du eh schon gestorben bist. Aber, du weißt, was ich meine. Oh, ein Secret. Okay, du versteckst dich nicht vor mir. So. Wow. Das war unnötig. Aber es hat funktioniert. Oh, Moment. Natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Ah, fuck! Oh, scheiße. Na gut. Da geht das extra Life hin. Das war blöde. Nur weil ich abgerutscht bin. So. Da ist doch bestimmt auch wieder was versteckt. Nee? Na gut. Ist da was? Nö. Wäre auch ein bisschen eng, glaube ich. Du da. Stirb! Wow. Achso, nee, das funktioniert nicht, wenn er außer Gefecht gesetzt ist. So. Aber nu. Wow. Und. Ups. Ja. Okay, nochmal. Diesmal mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand. Nee. Ey. Da rechts hat sich doch 100 pro was versteckt. Also, ich lass mich jetzt nicht davon einquetschen, aber da hat sich doch 100 pro. Ah, Tatsache. Da ist sogar noch eine Röhre. Und wir haben alle drei Sternmünzen. Wow. Super. Mensch. Zumindest ein Erfolgsgefühl hier in diesem Part. Ich bin begeistert. Boah, voll umgeräumt, ey. Super. Ist da noch was versteckt? Da oben? Jawohl. Nein, spring, Mario. Spring. Was tust du denn? Ich stelle mich gerade an wie Super Metroid. Das ist übrigens auch noch ein Casual-LP, das ich demnächst angehen werde. Super Metroid. So ein kleines Fast-Play, wie ich es gerne nenne. Also schnell durchspielen. Kein Speedrun, aber einfach schnell durch. Na komm schon. Ich glaube, der bleibt. Oh, nee, er bleibt überhaupt nicht stehen. Okay, gut. Ich dachte, er bleibt vielleicht zwischendurch kurz stehen, aber man muss ihm tatsächlich nur auf die Rübe rupfen. Schön, wie es ihn einfach mal so ein Bruchteil von einer Sekunde einfriert. Sehr gut. Yay! Brink. Sehr schön. Wunderbarst. Blall! Put that cookie down! Im Miiverse kannst du deine Spielerlebnisse und Gedanken mit anderen Spielern teilen. Du kannst zum Beispiel Beiträge posten, wenn du in einem Level immer wieder scheiterst. Auch wenn du ihn fehlerfrei absolvierst. Ja, klar! Ohne Spoiler. Okay. Whatever. Ich hab. Ah, Moment.
das probieren wir jetzt noch in diesem Part aus. Wir haben Zeit und ich möchte ein bisschen demonstrieren, was die Wii U so ein bisschen kann. Kann ich da jetzt irgendwie was posten oder eher nicht so? Muss ich noch klären, wie das funktioniert. Dann zeige ich es beim nächsten Mal vielleicht, wie man da was postet. Ansonsten würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diesen ersten Part von New Super Mario Bros. U. Für die Wii U. We, me, we all play together. Oh. Das ist ein Luftballon. Kann ich den antippen? Nee. Da ist ein Luftballon. Na gut. Wie auch immer ich jetzt sagen, das war's erstmal von meiner Seite hier. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns dann durch das Miiverse vielleicht begeben und zum Yoshi-Hügel. Und vielleicht gibt's da Yoshis. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.